Wer weiß, ob da was Neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Im letzten Part haben wir den großen Baum endlich befreit. Das heißt, wir haben den Boss gemacht. Wir haben mal wieder gesehen, was bei Peach und bei Bowser abgeht. War sehr Grosius cool, deswegen besiegt. Schaut da gerne vorbei. Ja, Grosius besiegt. Ja, und wir gucken jetzt, wo das nächste Juwel ist. Wir gucken uns dafür erstmal in der Stadt um, da wird es ja auch ein bisschen was Neues geben. Unter anderem schauen wir erstmal, was Luigi jetzt alles erlebt hat in der Zeit, wo wir weg waren. Wir haben eine Stampfattacke als Fähigkeit. Wir haben Airona, also wir können einiges jetzt im Untergrund hier noch machen. Und wir sind im Untergrund, also nutzen wir das doch auch. Was ist das? Warum ist da ein X? Ist das direkt ein Stampfattackenzeichen? Hä? Das heißt nix? Das ist ja komisch. Oh. Wie gesagt, dein Partner darf da nicht draufstehen und du auch nicht. Du musst an der Kante von dem Ding das machen. Ja. Ah, ja, ja, so braucht es das eigentlich immer noch? Ja, okay. War hier direkt im Raum noch was? Ich weiß gar nicht mehr. Guck mal links, war da was noch? Ah, doch, hier, wir können das wegpusten. Ich glaube, wenn du die Wand wegpustest, dann wird dein Geheimgang sichtbar. Von oben. Von oben. Ah, nee, du kannst doch nach links gehen! Oh, ich hab das schon gedacht. Hallo? Da oben, wo du nach rechts gingst, wo wir gerade herkommen, sollst du jetzt nach links gehen, weil ich glaube, dass das da durchgängig ist. Ach man. Manchmal sind die Sachen aber viel simpler, als man denkt. Marios Verteidigung steigt bei erfolgreichem Action-Kommando um 1. Ja, gute Ausweichung. Ja, Level Up ist ja auch nicht mehr entfernt. Ist ja nicht mehr so weit weg. Diese Gegner sind auch wirklich dein Nemesis. Ja, schon. Sind ja aber auch halt viel zu schnell. Ja. Das macht die aus, die Gegner. Der gibt keinen Punkt mehr? Kriegen wir jetzt wenigstens einen insgesamt oder kriegen wir gar keinen? Bitte was? Ah, Langkonto. Wir kriegen nix! Doch einen. Plupp. Können wir hier jetzt ein bisschen farmen? Also diese Knochen-Cooper da ging mit dem roten. Oh, guck mal, hi, oh. Jetzt könntest du auch erst testen, ob es auf der anderen Seite auch geht. Ja. Ey, das. Na gut. Herzlein P. Weil wir das Partners regenerieren sich langsam und wir haben es ja schon für Mario. So, war hier unten gleich noch was? Ich weiß es nicht mehr. Ne, der Block ist zu heavy. Hammerverstärkung kriegen wir wahrscheinlich erst im nächsten Kapitel. Da! Ja, trotzdem abgeschlossen. Ja, das wär's. Ah, hier gibt's verschiedene Röhren, glaube ich. Kann das. Weiß. Bitte was? Wollen die jetzt auch gucken, oder? Ich kenne das nicht. Ah, hier müssen wir die Sterne abgeben. Das sind Röhren in die Welten? Aber wofür die? Was hast du gemacht? Du auf den Peacewitch-Ding da gehauen. Oh, guck mal, da hat er einen Partner dabei. Alle Inkling-Keks. Inkling? Das ist ein Blutbock. Meine ich doch. Die Abkürzung nach oben. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, was hier ist. Und du kannst ja, glaub, nochmal machen. Ja, wahrscheinlich müssen wir das erste erstmal schaffen. Ist das nicht. Das ist eine Röhrenwelt 1. Das ist kein Abkürzung. Ist das Welt oder ist das irgendein Bonus? Hey, Blütenweiler. Ah. Ja, aber das musst du doch jetzt für die zweite auch gehen. Geh nochmal rein und raus oder geh nochmal auf das Podest oder keine Ahnung. Nö.
Ich würde sagen, doch, geh nochmal durch die Tür. Das kann doch nicht sein. Wir haben doch die Welt jetzt abgeschlossen. Warum dürfen wir denn nicht? Was soll denn passieren, wenn ich jetzt nochmal durch die Tür gehe? Weiß ich nicht. Jetzt sagt er, wir können jetzt doch nochmal hier das hochheben. Hä? Warum stellst du dich nicht aufs Podest? Ja, weil da ist halt nichts passiert. Ich war doch eben schon nochmal auf dem Podest. Ja, aber vielleicht, weil du rein und raus bist. Ich bin davor auch schon rein und raus. Die Tür wird da jetzt nichts dran ändern. Und ging's jetzt da nicht nach und nach links? Naja. So, hast du jetzt irgendwas Neues? Das ist ein Orden. Warum denn? Warum soll man die... Ja, es gibt auch Orden, die dumm sind. Joa. Das ist halt eigentlich cool, aber können wir uns nicht mal leisten. Wir gucken mal in den Ordenladen nochmal, oder? Das war oben der, ne? Mhm. Wir können jetzt stampfen. Was gab's hier, wo man stampfen kann? Außer wahrscheinlich irgendwo welche Platten. Erstangriff, schwächere Gegner, Fortuna P, Glück gehabt, Blumensegen, Fortuna und die Kiste. Wir sollten gleich nochmal nach unten gehen und schauen, was wir für die Sternstücke bekommen. Aber das machen wir, glaube ich, zuletzt, weil eventuell finden wir hier noch Platten. Wie ist ein Superstar? Nur wie ist ein meine ich. Eigentlich jetzt auch nicht, haut mich nicht so um. Und hier von denen? Was ist Erstangriff? Was macht das? Vor dem Kampf durch den Erstangriff besiegt. Aber dann kriegst du doch gar keine Sternpunkte davon. Nein, das macht man nicht. Mit Sicherheit schon. Wie willst du das machen, wenn der Kampf gar nicht erst losgeht? Kannst du ja ausprobieren. Es ist so, dass du später, jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt in Welt 1 gehen würdest, oder weiß nicht, ob es noch Kapitel 3 ist, wenn du auf den Goomba drauf springst, dann ist er besiegt und hinterlässt nur Münzen. Und selbst wenn es nur Münzen sind, ist es schon mal besser als nichts. Nein, geh da nochmal hoch. Oh nein, jetzt bist du runtergesprungen, geh da mal hoch, bitte. Oh, jetzt ist mir gerade alles aufgefallen. Du kannst da links auf das Dach gehen und ich glaube, wenn du dann da rechts runter gehst, kann da auf dem Dach was drauf liegen, vielleicht? Jetzt runter. Nein, nach hinten sozusagen. Da liegt doch was, da! Siehst du? Du bist falsch gelaufen. Wo liegt was? Guck doch mal oben rechts jetzt, wenn du jetzt noch mal ein bisschen läufst, nach vorne. Da liegt ein Sternsplitter. Siehst du? Nee. Oben rechts auf dem Dach, da ist doch ein gelbes Ding. Da. Ja, jetzt. So, jetzt musst du das merken, jetzt guckst du, wie du da dann runterlaufen musst. Das ist, glaube ich, möglichst links von der Seite, wenn das eben rechts war. Macht, glaube ich, Sinn, oder? Hätte ich auch gesagt. Aber man sieht es halt von hier gar nicht. Ja, und jetzt können wir nach vorne weggehen, glaube ich. Im Shop wird es, glaube ich, nichts mehr geben, was wir wollen. Wir können noch was kochen. Komm, wir kochen jetzt eine Feuerblume. Ah, die Backmischung gab es ja auch irgendwo. Wo war das noch? War das ein Casino? Ich glaube, ja. Oh, dann koche ich mit der Feuerblume. Ja, ich mach da was Tolles raus. Er wird mir angeboten. Moment, Geduld. Tralalalala.
Hey, das Pfeffersuppe. Stell 4 KP und 4 BP her. Auch gar nicht so schlecht. Hä, das ist doch am Ende explodiert. Ich dachte, das wäre schlecht gewesen. Na gut. Ja, wahrscheinlich aber, weil Feuer ist es explodiert. Ja, dann nach links, oder? Ah, ja, ne, wir können ja auch Partner vergessen. Ja, und Luigi. Um die Bodenstange erzählt nichts als Lügen. Als er mich gerade werfen wollte, ist er gestolpert und hat mich mitten in die Lava geschmissen. Dann bin ich jetzt in Schokoladenbraun geröstet worden. Meine schneeweiße Haut ist total versaut. Das werde ich ihm nie verzeihen, meine Rache wird furchtbar sein. Und deshalb bleibe ich noch eine Weile bei ihm. Ja, ich darf jetzt vorlesen. Ich war am Feuerberg. Na, und da habe ich den Wunderkompass gefunden. Naja, jedenfalls ein Teil davon. Ein unglaublicher Abenteuer, ja wirklich. Soll ich davon erzählen? Es ist allerdings länger. Also, das ist eine lange Geschichte. Ich komme also zum Puddingmassiv und gehe direkt zum Feuerberg. Der Weg dorthin führt durch einen bedrohlichen Dschungel. Der Dschungel steckt natürlich voller schrecklicher Kreaturen aller Art. Und außerdem auf dem Weg treffe ich einen Blububa. Sein Name ist übrigens Gloom. Gloom ist auch auf Reisen. Und er schießt sich mir spontan an. Nee. Gloom ist echt wild. Beim Zuhause nennen sie ihn die weiße Bombe. Also, wir beiden kommen jedenfalls am Feuerberg an. Im Krater blubbert dann die Lava und heiß ist es da. Außerdem steckt der Berg voller Fallen, um den Kompass zu schützen. Am Schluss ist der Granitkohle mindestens 30 Meter hoch. Dein einziger Schwachpunkt ist ein roter Fleck auf der Stirn. Und selbst ich komme mit meinen Sprüngen nicht so hoch. Und ich hatte einen Plan und er kommt nun zum Einsatz. Ich packe Globe also an den Tentakeln, ich ziele. Und dann schleudere ich Gloom genau auf diesen Rotpunkt. Nein, der ist in der Lava gelandet. Oh, die weiße Bombe trifft genau das Schwarze. Genau. Na gut, ins Rote. Ja, so geht die Granitkohle da also zu bauen. Danach war es ganz leicht, in die schwarze Kammer zu kommen. Nur Prinzessin Eclair war natürlich nicht da. Ja, die Prinzessin war in der NASA Castle bestimmt. Aber er fand ich nur ein Teil des Wunderkompasses. Und jetzt habe ich da den Richtungssockel eingesetzt. Diesmal zeigt ihn alle nach Westen. Das bedeutet, dass ich bloß nach Ofendorf im Kuchenland. Und mein Weg dorthin, der führt genau über Rohlingen. Du weißt doch mal, welche Abenteuer ich erlebe, wenn du weg bist. Ja, hast du gut gemacht. Warte, wir können da noch rechts verbessern. Beide Partner, oder? Können wir. Ja gut, man kann es natürlich aufsparen für die nächsten, aber ich glaube, das macht am meisten Sinn. Das ist auch immer dasselbe. So, ich bin mal gespannt. Was lernen die dazu? Rangus auf Fuß! Auf Fuß! Jetzt hast du ausgeskippt, was sie gelernt hat. Aller Knutschkuss lernt sie. Hat die jetzt 20 KP? 25! Knutschkuss. Küss Gegner, raubt ihre KP. Eigene KP werden aufgeladen. Kostet auch nur 3. Multikopfnuss. Trifft den Gegner, solange das Action-Kommando stimmt. Super. Gab's jetzt hier noch was? Was machst du? Intusi und Underground. Ja, so, wir wollen ja die Sternteile
Aber die Sternteile. Das, vielleicht finden wir ja noch ein, zwei. Wir haben ja nur fünf. Sechs. Ja, stimmt, das war ja noch da. Sieben. Okay. Verhindert gegnerischen Erstangriff. Das ist halt eigentlich auch ganz cool. Und halt auch billig dafür. Ja, wir müssen halt gucken, was wir uns jetzt leisten können. Öfter Items ist ganz gut. Obwohl Items. Nee, muss nicht. Da Items? Ja, Blumenregen. Das ist vielleicht eher besser. Items des Inventars eh zu schnell voll. Obwohl, dann können wir halt auch verschwenderischer sein. Zeigt KP an. Barblüte ist ganz gut. Ja, das sind auch die teuersten da, die du gerade hast. Wollen wir uns daneben erstmal holen und uns sparen? Ja, vielleicht finden wir hier noch welche. Das steht auch OP1, also einen Ordenpunkt braucht man. Ja, von mir aus. Tja, was machen wir weg? Ja, ist ja. Eigentlich wollte ich ja immer noch gerne diesen dummen Schnellwechsel. Ich finde ihn zwar cool, aber der hat gefühlt viel zu viel verbraucht. Oh, Erstangriff kostet nichts. Kannst du direkt anmachen. Habe ich schon lange. Ach, das ist an? Das hatte ich schon angemacht, ja. Ja. Powersprung. Ist nicht noch ein Sprung, der an ist schon? Achso, den hat mir nur geholt, aber den haben wir nicht angemacht. Welchen Sprung würdest du ausmachen? Multi. Ja. Vielleicht, aber hören wir beim nächsten Mal wieder OP. Man weiß ja nicht. Immer noch? Ach stimmt, du warst es ja. Ja, das brauchen wir nicht. Wir können den anderen Zauber nochmal erfrischen, glaube ich. Ich weiß nicht, was die sagt. Geh mal hin. Wo jetzt? Ja, nach hinten rechts. Hier durch die Röhre musst du gehen. Ich will wissen, ob wir den Zauber jetzt einfach nochmal kaufen können oder ob die sagt, der wirkt auch noch. Man weiß es nicht. Hat ja gut gemacht, oder? Also ich fand das als gut. Ja. Ja, ich erzähle das jetzt hier nicht immer alles. Ja. Was heißt das? Können wir jetzt nur einen anderen drauf machen? Oder guck mal, ob du jetzt den teuersten nochmal kaufen kannst. Oder ob die jetzt sagt, oder du kannst eh nur den anderen noch kaufen. Wir könnten das nochmal machen. Ich weiß es nicht, ob das... Keine Ahnung, also gefühlt gilt der andere ja noch. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht sagt die das auch. Geh mal auch zurück, die hat ja irgendwas mit der... Sonst wissen wir es ab jetzt dann. Ja, jetzt wissen wir es. Ach, keine Ahnung. Wir können es jetzt ja mal auslaufen lassen, notfalls. Vielleicht sagt sie, oh ja, Ende. Aber vielleicht wäre das auch nach zwei Kämpfen oder so passiert, man weiß es nicht. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie das begrenzt ist. Schwierig. Dann gehen wir mal zum Sterntor. Wir können das jetzt auch direkt jetzt machen, weil ich weiß, wo das nächste Sternjuwel ist. Das ist nämlich, also der Eingang ist nicht hier unten. Das meine ich. Guck, gibt keine Erfahrungspunkte. Ja, zumindest kostet Münzen. Rüber. Dafür, dass es kostenlos ist. Oder? War das hier nicht? Ach, da drüben war die wieder. Ja, es ist kostenlos, das stimmt. Und du kriegst aber halt nichts. Also, was. Du hast halt jetzt eine Münze bekommen. Ja, Münzen und Items. Ja, gut, Items. Alle, die sich nicht mehr lohnen, die kriegen wir halt jetzt einfach so kaputt.
Oder nochmal die ganzen dummen Animationen ranzukommen, ist doch auch gut. Meinst du, das reicht jetzt hier bei diesen Sprüngen so? Geh ich mal von aus. Und du meinst, da ging's links nicht weiter von der Tür, da? Ja. Okay. Ja, test mal aus. Was machst du? Ich hab doch keine Ahnung mehr, wo lang das geht. Da war doch eindeutig die Pupus. Du musstest doch da hoch und hier oben war doch dann die Fähigkeit, der Fluch, und da musstest du rüber fliegen und da war das Etora. Du weißt, wie mein Gedächtnis, was sowas angeht, ist. Ja, aber die Bubus kannst du ja nicht vergessen. Aber den Weg dahin kann ich vergessen. Das ist kein Weg. Ja, der Part wird so ein bisschen nebenbei Sachen. Ja, also da Mario, jetzt hören wir mal Sternjuwel. Ich hab ja gesagt, du hast schon gesehen, wo es jetzt hingeht. Wir hatten nämlich, als wir vor dem zweiten Kapitel waren, uns umgesehen. Und ich kann dir sagen, es ist nicht der Zug. Also was ist das? Was ist das noch im Kopf? Ja, dann der Flughafen, da hat das Flugzeugding da. Da war immer das Schiff. Sag mal so, das Kapitel spielt an einem Ort, der so ähnlich ist wie bei Bioshock Infinite. Weißt du, was ich meine? Marvin, ich glaube nicht, ne? Bioshock Infinite war eine fliegende Stadt. Ich dachte, du meinst ein bisschen was genaueres. Was? Genauer? Oh, Gumbart. Er meldet sich doch bestimmt jetzt auch nochmal. Das sicher dort, an dem sich das Ding so stellt, wer befindet. Ja, es ist einfach über die Wolken. Was kann das bedeuten? Unter uns schlummern also die Ruinen einer von langer, langer Zeit zerstörten Stadt. Und die vereinten Kräfte der Sternjuwelen hält das Tor seither versiegelt. Um dieses Siegel zu erbrechen, braucht man wieder die Kraft der Sternjuwelen. Aber warum? Aber alles in der Welt wurde der legendäre Schatz denn versiegelt. Etwa um ihn vor Dieben zu schützen? Nein, das musste geschehen, weil... Weil? Weiß nicht. Nicht so heftig, Professorchen. Entschuldigt. Ich weiß nur, dass die Versiegelung des Schatzes und der Untergang der Stadt etwa gleichzeitig stattgefunden haben müssen. Und mir ist unklar, warum die Stadt untergegangen ist. Die Quellen sprechen nur von einer Verfinsterung des Himmels und großem Unglück. Es bedarf weiterer Forschung, um mehr darüber herauszufinden. Verstehe. Aber was mit dem nächsten Sternjuwel, das auf der Karte eingezeichnet wurde? Vermutlich ist es ein Verweis auf die Stadt in den Wolken. Falkenheim. Es gibt noch eine große Arena, in der erbitterte Wettkämpfe stattfinden. Auf den ersten Blick wirft die Stadt wirkt sie wie ein netter Vergnügungspark. Aber hinter den Kulissen wetten die Reichen auf die Köpfe der Kämpfer. Ich würde mal sagen, das wird sowas ähnliches wie in vielen Animes, das wird der Turnier-Arc werden. Sehr gut. Kennst du ja auch aus Dragon Ball und aus
anderen Animes. In One Piece kommt ja auch bald, wenn wir mal weiter gucken sollten. Eine Stadt in den Wolken. Uns gibt's noch Weg dorthin. Ein Luftschiff verkehrt mehrmals täglich zwischen Rohlingen und Falkenheim. Allerdings ist es problematisch, ein Ticket dafür zu bekommen. Man kann es nicht auf normalem Wege kaufen. Aber irgendwie muss es doch möglich sein, ein Ticket zu bekommen. Nun ja. Im Westend lebt Al Pamon. Vielleicht kann er ja etwas für euch tun. Ist eine Anspielung an Al Capone. Ja. Westend ist das Gebiet westlich vom Rohling Marktplatz. Nee! Dort herrscht der Boss der örtlichen Mafia, ein gewisser Al Pamon. Ja, sein Erzrivalen haben wir ja schon getroffen. Man sagt, er würde gelegentlich nach Falkenheim fliegen. Dann lass uns doch mal diesen Al Pamon einen Besuch abstellen. Das wäre gut, aber Al Pamon ist ein allseits gefürchteter Mafia-Boss. Außerdem lässt er sich so gut wie nie in der Öffentlichkeit blicken. Es wird also schwierig sein, ihn zu treffen. Ja, da kriegen wir schon hin. Wir gehen erstmal nach Westend und gucken da. Wir können ja ein bisschen ins Casino gehen. Coupador? Mario! Ist das der Vater? Ich weiß es auch nicht mehr. Ja. Oh. Mario Cupio. Bei euch alles klar. Mann, soweit alles klar. Schon praktisch, diese Geräte, mit denen man jetzt Briefe verschicken kann. Ich hole Wasser am Brunnen, pflücke Blumen und poliere meinen Panzer. Das Leben, das ich früher so öde fand, ist doch jetzt gar nicht mehr so schlecht, wie man immer dachte. Cupio, du wirst dieses Dorf bestimmt auch noch mehr mögen, wenn du von deinen Reisen zurückkehrst. Wohin geht die Reise als nächstes, Cupio? Sieh dir die Welt doch an und werde ein reiferer Cooper daran. Ich freue mich schon, dich bald wieder zu sehen. Ach, schön. Mann, wir waren doch gerade bei dir. Oh, immer noch fleißig auf Reisen, Mario. Professor Gumbart ist hier. Ich habe ganz vergessen, dir etwas zu erzählen. Und zwar lege ich dir einen ganz tollen Orden ans Herz. Der nennt sich Erstangriff. Und wie der Name schon andeutet, kannst du ihm schwache Gegner mit dem Erstangriff ganz ohne Kampf in fortfegen. Ja, das hast du ja schon. Besagten Orden gibt's im Shop und den hast du ja. Deswegen, ja, hör mir wieder nicht zu, wie immer. Er ist einfach zu langsam, auch im Kopf. Kann man nichts machen. Oh Mann, ey. Jetzt kommen wir zur Lotterie. Jawohl. Und wir sollten uns auch mal diese Mission mal wenigstens angucken, da. Bitte geh erst zur Lotterie, da brauchst du nur 10 Münzen ausgeben. Den Rest kannst du von mir erst wegschmeißen, du willst. Da, jeden Tag. Ich glaube schon, dass das mit der Systemzeit. Dann bist du bereit. Ja. 9, 5, 7, 4. Ist das denn morgen oder? Na, du kannst jetzt heute gucken. Alter, wir haben 2 richtig. Oh, du hast den gesprochen. Nee, den hast du gesprochen. Immer. Doch, du hattest den so richtig bombig. Außerdem hast du die Bob-Oms gesprochen. Ich habe einen Bob-Om gesprochen. Ja, und das heißt, dass wir eigentlich die ganze Rasse sprechen müssen. Das ist der vierte Preis. Ja, genau so. Aller Lebensmittel, das Premium. Kann man sie nicht verstehen. Meine Gratulation, heute scheint dein Glückstag zu sein. Komm auch morgen wieder. Ich bin glückstäglich für dich da. Ja, das können wir nicht mehr, noch mal besser machen. 2 von 4 ist schon Premium. Und jetzt geht's wieder. Oh nein. Erstmal eintauschen. Jetzt wieder ganz.
30 und 15 würde ich kaufen und dann hast du vielleicht noch ein bisschen. Oder macht er sie leer? Nee, das muss nicht sein. So, jetzt können wir mal im Kassenautomaten spielen. Das war ja mal gar nichts. Ich werde es doch bei den billigen gewinnen. Der ist ja viel langsamer. Einmal muss es schaffen, Jan. Ah, da kann sogar zwei. Pilz, Palmer, Palmer, Pilz. Da und da. Da kommen auch wieder zwei. Nach dem Block. Nach dem zweiten Block. Ein Block, zweiter Block. Ein Block, zweiter Block. Ja, das Schlechteste, aber schon mal gut. Warte mal, geh mal zurück kurz. Ich will mal wissen, wie viel die Backmischung kostet. Vielleicht kannst du dir die schon leisten. Oder war das 20? Alter, direkt. Gönn. Und guck dir mal die anderen Sachen an. Was machen die anderen Sachen? Ich glaube, Superpilz heilt 20? 10. Mehr Sternenergie nach Einlage und nach Item-Einsatz im Kampf wird der Item-Kaufpreis zum Teil erstattet. Aha, ist interessant, man kriegt Geld im Kampf. Ja, dann. Warte mal. Wir haben eine Backmischung bekommen, aber wir können die theoretisch nochmal kaufen, habe ich gesehen. Ja. Jetzt einmal uns damit was backen. Die ja, eine. Aber ist das dann random oder ist das immer fest, was ich backe? Das ist fest. Sie backt uns einen Kuchen, oder was? Kuchen, Brot, Muffins, man weiß es nicht. Was steht denn da? Ich glaube, gleich, wenn das abgibt, steht ja nochmal die Definition. Ne? Die Definition. Ja, die Beschreibung des Items, mein Gott. Da. Backbasis für leckere Kuchen. Okay. Dann zeig mal, was du für einen geilen Kuchen draus machen kannst. In der Pfanne. Pfannkuchen kennst du nicht. Eine Mousse-Torte 50 BP. Krass. Ja, perfekt. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Und in der nächsten Folge werden wir noch nicht direkt los. Wir werden erstmal hier nochmal kurz zum zu der Jobagentur. Dann ist nämlich arbeitslos. Und dann schauen wir mal, ob wir von dem guten Pamon vielleicht ja ein Ticket auch schon können. Nicht verpassen oder da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.